Schönen guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und das sehen Sie heute bei uns. Das Land macht sich einen schlanken Fuß beim Klimaschutz. Der HR deckt auf, statt in klimafreundliche Technik zu investieren, werden einfach umstrittene Klimazertifikate gekauft. Der viele Regen ist schuld. Schneckenplage in unseren Gärten. Was kann man dagegen machen? Und wir starten mit einer positiven Nachricht, die viele gar nicht glauben wollen. Von den Großstädtern halten sich die Menschen in Kassel für die glücklichsten. Befragt wurden die Einwohner von 40 Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern. Ja, mich wundert das gar nicht. Ich bin noch am Samstag durch die Karlsaue und an der Orangerie vorbeigejoggt und habe gedacht, Mann, ist das schön hier. Dass ich in Kassel geboren bin, würde ich jetzt nicht mal als Voreingenommenheit gelten lassen. Was mich aber gewundert hat, dass Wiesbaden auf dem letzten Platz in Hessen liegt. Es ist ein großes Rätsel. Da ist Kassel deutscher Glücksmeister und die Einwohner wissen gar nicht, warum. Krass. Aus ganz Deutschland. Kassel. Das ist krass. Wirklich? Ach krass. Oh, krass. Also ich mag Kassel auch, aber weiß ich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es Kassel ist. Kassel? Wo sonst? Sie haben recht. Ja, ist auch so. Sind es die vielen Grünanlagen? Die guten Mietpreise oder ist es die Mentalität der Einwohner? Ja, weil ich bin positiv eingestellt. Ich war schon immer ein glücklicher Mensch, ja. Wie zufrieden bist du hier denn? Auf einer Skala von 1 bis 10, 9,75. Das ist krass. Ja. Eine Studie im Auftrag der SKL-Lotterie hat bundesweit über 25.000 Menschen nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt und ein Städteranking erstellt. Kassel ist auf Platz 1, weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen Frankfurt und Wiesbaden. Stimmt das überhaupt? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin glücklich. Kann ich gar nicht nachvollziehen tatsächlich. Wiesbaden ist so eine lebenswerte Stadt mit all ihren klassizistischen Bauten und ihrer Natur auch drumherum mit den Parks und dem kulturellen Angebot. Mich macht das persönlich schon ziemlich glücklich. Also es könnte ein bisschen hipper sein. Wiesbaden wundert sich, denn die Stadt gilt eher als schick und wohlhabend. Das allein reicht aber nicht, betonen die Macher der Studie. Wir sehen ja auch bei uns jetzt in der Studie, dass Familie und Familienpolitik, Bildungspolitik, also Kitas, nahe erreichbare Grundschulen, ich muss da nicht kilometerweise zur Schule fahren. All diese Dinge spielen eine Riesenrolle. Ja? Wichtiger als ich jetzt, als ob das Bruttoinlandsprodukt der Stadt nochmal 1.000 Euro mehr oder weniger hat. Glück, das ist sehr subjektiv und nicht immer leicht zu messen. Das betonen auch die Macher der Studie. Deshalb wollten sie auch herausfinden, ob es Zusammenhänge gibt zwischen dem Empfinden von Lebenszufriedenheit und den messbaren Werten einer Stadt, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung, Grünflächen oder Wirtschaftsleistung. Und da stellt sich heraus, dass es gerade eben diese kleineren, familiäreren, vielleicht auch gediegeneren Städte sind, die da oben in den ersten 10 Rängen vertreten sind. Also nicht die Städte, von denen man glaubt, weil sie so hohe Einkommen haben, so eine starke Wirtschaftskraft, ja, dass die da vorne liegen. Es ist eben nicht so. Ja. Das Geheimnis von Kassel? Es macht einfach nichts falsch. Kaum jemand gab an, richtig unzufrieden mit seinem Leben zu sein. Anders als in den Metropolen, wo die sozialen Gegensätze oft groß sind. Und gerade im Bereich Gesundheitsversorgung, Erholungsflächen und Pendeldistanzen attestiert die Studie der Stadt viele Stärken. Bodenständigkeit, vielleicht das nordhessische Glücksgeheimnis für ganz Deutschland. Das Prinzip ist uralt, wir kennen es schon aus der Bibel, Wasser predigen und selbst Wein trinken. Vater Staat nötigt seine Bürger in teure, klimafreundliche Haustechnik zu investieren. Aber ausgerechnet das Land Hessen macht sich selbst einen schlanken Fuß, wenn es ums Klimaengagement geht. Statt in klimafreundliche Technik zu investieren, kauft das Land lieber Klimazertifikate. Die Kleintierklinik an der Uni Gießen, vergangenes Jahr eröffnet. Viel Platz auf dem Dach, aber keine Solarzellen. Dabei könnten sie dazu beitragen, weniger CO2 auszustoßen. Unterm Strich soll die CO2-Bilanz der Landesverwaltung 2030 sogar bei Null liegen. Sven Lino vom Klimabeirat der Landesregierung kritisiert, das sei nur noch zu schaffen, wenn Hessen noch mehr der umstrittenen CO2-Zertifikate kauft. Das heißt, es ist ein
Zettel, auf dem draufsteht, dass irgendjemand anders für uns CO2 nicht emittiert. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Wir können das ganz schwer nachprüfen, weil das ja nicht hier passiert, sondern das ist irgendwo ganz weit weg in Äthiopien oder in Indien oder so, wo dieses Versprechen abgelegt wird. Das bringt uns natürlich hier nicht weiter in Richtung einer klimaneutralen Landesverwaltung oder im Sinne eines klimaneutralen Landes. Tatsächlich ist der CO2-Ausstoß der Landesverwaltung gesunken. Von rund 484.000 Tonnen 2008 auf rund 358.000 Tonnen im Jahr 2021. Seit 2018 zahlt die Landesregierung für CO2-Zertifikate, die bald alle CO2-Emissionen werden aufwiegen müssen. Die Idee ist, dass wir heute eigentlich alles so weitermachen können wie bisher und dann kaufen wir uns eben diese billigen Zertifikate für 4,50 Euro die Tonne CO2 und glauben, dass wir damit irgendwie ein gutes Gewissen erworben haben. Gleichzeitig machen wir aber nicht das, was notwendig ist, sondern schieben das unseren nächsten Generationen auf den Tisch. Übrigens, die nicht vorhandene Solaranlage auf der Tierklinik der Uni Gießen ist aus Kostengründen gestrichen worden. Judith Kösters ist bei uns aus unserer hr-Klimaredaktion. Judith, es gibt gerade den Verdacht, dass in China im großen Stil mit Klimaprojekten betrogen wird. Was sind denn solche CO2-Zertifikate überhaupt wert? Die Frage gab es ja immer schon und Kritik an diesen Zertifikaten. Jetzt gab es mehrere solche Skandale in letzter Zeit und im vergangenen Jahr 2023 sind auch mehrere große wissenschaftliche Studien rausgekommen, die das systematisch untersucht haben und zu dem Schluss gekommen sind, wirklich ein großer Teil solcher Zertifikate, auch solcher, wie sie die hessische Landesregierung kauft in Ruanda, Nepal, Bangladesch, sind entweder nichts wert oder sind vom Klimanutzen fragwürdig und oft sind einfach die CO2-Einsparungen zwar da, aber massiv überschätzt von der Größenordnung her. Jetzt waren die Grünen bei uns jahrelang in der Landesregierung. Da fragt man sich, wie kann das sein, dass man einfach Zertifikate kauft und nicht wirklich in die eigenen Gebäude investiert? Das ist eine berechtigte Frage, würde ich sagen. Und die Frage, wie man da jetzt weiterkommen kann, ist natürlich zu sagen, wir müssen jetzt real, wenn wir die Landesverwaltung klimaneutral haben wollen, real Einsparungen in Hessen haben. Das gilt vor allem für die ganzen Gebäude, also Verwaltungsgebäude, Hochschulgebäude, die man eben klimaneutral sanieren muss. Da muss tatsächlich einfach Geld reinfließen. Gibt es denn Argumente, die kommen von der Politik, warum man es nicht gemacht hat? Ich glaube, das Hauptargument ist immer Geld. Wir haben einfach begrenzte Mittel. Das stimmt ja auch. Und durch die Zertifikate lässt sich eben für 3, 4, 5 Euro eine Tonne CO2 in der Bilanz erkaufen. Realer Klimaschutz hier in Hessen kostet halt pro eingesparter Tonne mehr. Das erklärt, glaube ich, die Attraktivität aus Sicht von der Politik möglicherweise. Aber es ist schon komisch, wenn der Staat anders handelt, als das von seinen Bürgern verlangt. Zumal im hessischen Klimagesetz drin steht, das Land Hessen soll eine Vorbildrolle einnehmen und die Verwaltung soll eine Vorbildrolle einnehmen. Ist es denn realistisch, dass man die Ziele bis 2030 klimaneutral zu sein in der Landesregierung überhaupt noch erreicht? Das ist ja nicht mehr lange. Nee, genau. 2009 hat man es ja beschlossen. Da war 2030 21 Jahre weg. Da hätte man Dinge anstoßen können im Verlauf dieser 20 Jahre, wo ich sagen würde, da war es realistisch. Jetzt, 2024, sehr fragwürdig, zumal wenn ich dann jetzt lese, dass bei Dienstreisen, was der andere große Bereich ist in der CO2-Bilanz neben Gebäuden, es jetzt gerade eher in die andere Richtung geht. Das Wirtschaftsministerium unter Kavi Mansouri als Wirtschaftsminister hat jetzt gerade verkündet, wir gehen wieder weg von E-Autos. Das ist zu lästig und nicht zumutbar. Nordhessen ist viel zu weit weg. Das ist mit dem Aufladen alles so umständlich. Wir gehen jetzt auf klimaschädlichere Hybridautos. Da geht die reale Klimabilanz natürlich nach unten. Und da ist die Frage, mit wie vielen Zertifikaten will man das am Ende alles irgendwie noch rausreißen? Vielen Dank, Judith Kösters. Alles sehr merkwürdig. Und wieder sorgt eine Weltkriegsbombe für Unruhe, die Nachrichten mit Claudia Schick. Ja, diesmal in einem Industriegebiet in Hanau. Rund 50 Menschen müssen dort evakuiert werden, so ein Sprecher der Stadt. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gelände gesichert. Die rund 250 Kilo schwere Bombe solle noch am Abend entschärft werden. Und kurz vor Beginn der Entschärfung sollen die Bahnverbindungen durch Hanau Richtung Aschaffenburg, Friedberg und Fulda unterbrochen werden.
Viele Baustellen, vor allem in Gießen, standen heute still. Rund 250 Beschäftigte zogen stattdessen durch die Innenstadt. Die Gewerkschaft IG Bau hatte zum Warnstreik aufgerufen. Die Tarifverhandlungen müssen neu aufgerollt werden, weil die Arbeitgeberseite einen Schlichterspruch nicht akzeptiert hat. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr im Monat und einen neuen Tarifvertrag. Der Verband Baugewerblicher Unternehmer Hessen empfiehlt seinen Mitgliedern dagegen eine Erhöhung der Löhne um 5%. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hat heute Schülerinnen und Schüler auf den Hessentag nach Fritzlar eingeladen, um über Antisemitismus zu reden im Netz und auf der Straße. Der Hass gegen Juden ist deutscher Alltag. Was man schon daran sieht, dass, wenn es um jüdische Veranstaltungen geht, die Polizei immer für Schutz sorgen muss. Auch heute auf dem Hessentag bei einer Podiumsdiskussion, veranstaltet von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Schülerinnen und Schüler sind gekommen, hören von Experten und Betroffenen, was sie erleben. Also Antisemitismus erlebt man tagtäglich im Netz. Also das ist der Normalzustand. Ich glaube schon, dass man sich langfristig schon sehr genau anguckt, in welche Richtung sich dieses Land entwickelt und inwieweit Deutschland seine Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen, ernst nimmt. Eine ganze Bevölkerungsgruppe mitten in Deutschland in Angst? Wo leben wir? Fragen sich auch die Schülerinnen und Schüler. Es ist immer unsere Vergangenheit und das, wenn sie da hochkommt, ist es definitiv kein gutes Zeichen. Die Dunkelziffer ist gewaltig, deshalb den Mund aufmachen, Nein sagen. Auch das ein wichtiges Signal hier auf dem Hessentag in Fritzlar. Ja, und wir bleiben auf dem Hessentag in Fritzlar. Da werden nämlich gerade Spenden gesammelt für ein Hilfsprojekt. In Simbabwe in Afrika soll eine Schule gebaut werden. Dahinter stehen das Kinderhilfswerk Global Care und die Stadt Fritzlar. Umgesetzt werden soll das Projekt auch von Berufsschülern. Berufsschüler, die Zimmerleute werden. Wir haben uns das mal erklären lassen, wie das Ganze genau funktionieren soll. Zimmerer in der Hessentags- und Fachwerkstatt Fritzlar. Werbung für ihr Handwerk und zugleich Arbeit an einem außergewöhnlichen Projekt. Was die Berufsschüler der Reichspräsident Friedrich-Ebert-Schule hier gemeinsam bauen, wird im Herbst nach Simbabwe gehen. Ein kleines Spielehaus für Kinder, Teil eines größeren Schulbauprojektes. Wir wollen eine Grundschule bauen mit drei Gebäuden, also Ständerbauweise sollen drei Gebäude werden. Und damit sind wir schon jetzt am Sammeln und sammeln schon Tische, Stühle, Tafeln. Dann haben wir einen Container in der Schule stehen. Und dann schickt man den Container jetzt im Sommer nach Simbabwe und wir fliegen dann hin und dann werden die Sachen aus dem Container in die Räumlichkeiten reingebaut und die Räume werden fertig gebaut. Das ist die Idee. So oder so ähnlich wie bei einem vergleichbaren Projekt in Uganda könnte es dann aussehen. Die Auszubildenden, alle im ersten Lehrjahr, freuen sich schon jetzt auf ihr Afrika-Projekt. Wir können den Kindern da unten helfen, wir können was Gutes machen. Und wir können unser Handwerk weitergeben, wir können auch wieder neue Erfahrungen sammeln, eine neue Kultur kennenlernen. Das gehört alles mit dazu und ich denke, das wird eine geile Erfahrung. Es ist einmal im Leben, so eine Chance zu haben, mal in Afrika mitzufliegen. Es kostet nichts, eine Schule zu bauen. Warum denn nicht? Vielleicht macht es ja Spaß. Das ist immer was anderes, was man sieht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mit nach Afrika zu fliegen und damit zu helfen, die Schule zu bauen. Und es ist ja auch wiederum was Gutes, was man da macht. Feuer und Flamme sind auch die Metallbauer. Sie zeigen, wie sich Rosen aus Metall formen lassen. Besucher können sich ausprobieren und wer mag, kann für eine Rose eine Spende geben. Auch die kommt dem Schulbau in Afrika zugute. Insgesamt 50.000 Euro sollen zusammenkommen für das Projekt, das vom Fritzlarer Kinderhilfswerk Global Care betreut wird. Da kann jeder von einem Euro bis zu unendlichen Summen beitragen. Wir haben hier an unserem Stand eine Spendendose. Man kann auch online spenden, damit wir diese wunderbare Summe erreichen und Kindern, die jetzt noch in behelfsmäßigen Unterkünften in einem Klassenraum unterplanen oder auch einfach unterm Baum sitzen, dann ein sicheres Schulgebäude dann zu ermöglichen. Im Oktober oder November wird Marlon Drum mit zwei Lehrern und fünf weiteren Auszubildenden nach Simbabwe reisen. Etwa drei Wochen lang werden sie an der Schule bauen und wahrscheinlich auch für sich viel mitbringen, zurück nach Hessen von ihren afrikanischen Kollegen. Ich denke schon, dass wir da auch einiges von denen lernen. Die haben ja auch wiederum andere Kenntnisse, andere Erfahrungen gemacht.
Und ich denke mal, da lernen wir auch noch einiges von denen. Auf dem Hessentag in Fritzlar, hessisches Handwerk für Kinder in Afrika. Nacktschnecken sind gerade in vielen Gärten eine Plage. Das Problem ist jetzt weniger, dass sich das nicht so schön anfühlt, wenn man barfuß im Dunkeln in einer reintritt. Das Problem ist, dass die alles wegfressen. Wir haben uns mal schlau gemacht, was man dagegen tun kann. Glitzernde Spuren tierischer Täter. Die spanische Wegschnecke ist unerbittlich. Sie frisst durchgehend. Dieses Jahr sind es besonders viele. Nach reichlich Regentagen, Schrebergärtnern machen sie richtig zu schaffen. Roland Jörg hat bei fast allen seiner Gemüsepflanzen Löcher in den Blättern. Die Nacktschnecke, eine echte Plage, sagt er. Also ich habe bestimmt schon 30 aufgesammelt. Und sonst, vorletztes Jahr hatten wir gar keine. Da war das im Frühjahr schon sehr warm, trocken. Und dann, da war der Winter etwas kälter, sodass die Generation gar nicht geschlüpft ist. Ja. Er findet sie überall, wenn er nur genau hinschaut. Feuchte Bedingungen und dunkle Verstecke lieben sie. Die meisten Radieschen wachsen bei ihm nicht mehr, er muss sie wieder wegzupfen. Im Kleingärtnerverein Eschersheim leiden alle unter den Nacktschnecken. Manche versuchen sie mit Bierfallen abzuhalten, die seien verbreitet, aber schwierig. Das nutzt auch, ja. Muss man halt in die Erde eingraben, dass sie, wenn sie den Geruch wahrnehmen, da reinfallen. Dann kommen sie halt nicht mehr raus. Glattes Gefäß, sodass sie nicht mehr hochkommen. Und dann ertrinken die praktisch im Bier. Roland Jörg mag diese Methode aber nicht. Zu Recht meint die Stadtgartenexpertin vom BUND. Die Schnecken würden qualvoll ersaufen und das Bier sei am Ende keine gute Idee für die Gärtner. Wenn sie nicht ertrinken würden, wenn das also ganz flach wäre, dann würde es die Schnecken von 100 Meter Entfernung, also von Nachbarsgarten und übernächster Nachbar auch noch andocken. Weil Bier ist lecker, diese Hefen ziehen die Schnecken an und dann hat man alle Schnecken der Nachbarschaft bei sich im Garten und weiß nicht, was man damit machen soll. Ein naturnaher Garten sei am besten. Das zieht Igel, Amseln und Elster an, die Schnecken auf dem Speiseplan haben. Man müsse keine Chemie wie das blaue Schneckenkorn verwenden. Ein guter Tipp gegen die gierigen Schleimer seien auch bewusst verteilte Kräuterinseln mit Rosmarin oder Salbei. Denn man müsse wissen, dass Schnecken zum Beispiel Lavendel auch meiden oder auch alle sehr stark riechenden, harten Kräuter, die eben nicht so fein munden wie zum Beispiel Basilikum. Und das kann man also als Kranz darum pflanzen. Allein heute hat Roland Jörg in seinem Gärtchen 6 Nacktschnecken gefunden, in nur einer Stunde. Er macht sich die Mühe und sammelt sie immer wieder ein. Und wenn er darauf keine Lust mehr hat, kann er für seinen Garten Laufenten mieten. Die mögen Nacktschnecken besonders gern. Die Frankfurter Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat einen neuen Inhaber. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Die niederländische Bank ABN AMRO hat die Privatbank übernommen. Für einen Kaufpreis von 672 Millionen Euro. Die Niederländer besitzen bereits die Bethmann Bank, auch eine ehemalige Frankfurter Traditionsbank. ABN AMRO will jetzt beide Banken zusammenlegen und dieses kombinierte Geldinstitut soll die Nummer 3 in der Vermögensverwaltung für reiche Privatkunden in Deutschland werden. Wetterextreme künftig genauer vorhersagen. Neue Daten dazu soll EarthCare liefern, ein Klimasatellit der ESA in Darmstadt. Heute Nacht soll er in Kalifornien ins All starten. An Bord einer Rakete des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX von Elon Musk. Im Gegensatz zu einem Wetterballon kann der Satellit nicht nur an einzelnen Punkten Daten sammeln und weitergeben, sondern die Forscher können erstmals ein 3D-Modell der Atmosphäre erstellen. Der heutige 28. Mai steht ganz im Zeichen der Diversität. Aus diesem Grund lud die Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden zum 12. Deutschen Diversity-Tag ein. Die Studierenden haben das Fest organisiert. Sie wollen sensibilisieren und das Verständnis, die Wertschätzung und den Respekt für Diversität fördern.
Der Diversity-Tag dient dazu, das Bewusstsein für Vielfalt in der Arbeitswelt zu schaffen, Vorurteile abzubauen und inklusive Arbeitsumgebungen zu fördern. Die Besucherinnen und Besucher konnten an Workshops teilnehmen. Es gab auch Leckeres aus der Region und aus aller Welt, zum Beispiel Afrika oder aus dem Nahen Osten. Initiiert wird der alljährliche Diversity-Tag von der Charta der Vielfalt. Und das war's von Nachrichten, Andreas. Und bei dir drückt jetzt ganz Wiesbaden einer Mannschaft die Daumen, oder? Tja, heute Abend gibt's nämlich noch mal ein richtig wichtiges Relegationsspiel. Wien Wiesbaden spielt gegen Jahn Regensburg. Das Hinspiel ist 2:2 ausgegangen. Und wenn die Hessen heute gewinnen, dann bleiben sie in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wenn sie verlieren, sind sie raus. Unser Kollege Stefan Kiske ist jetzt vorm Stadion. Stefan, traust du dir eine Prognose zu, wie es ausgeht heute? Andreas, ich wäre komplett bekloppt, nach dem Spiel gestern eine Prognose abzugeben, wie es heute hier enden wird. Was ich sagen kann, es ist ein All-or-Nothing-Spiel. Es geht heute um alles oder nichts. Wer gewinnt, der ist in der zweiten Liga und darum geht es heute. Wenn wir mal einen Schwenk nach rechts machen, Andreas, mein Kameramann, man sieht, es wird ausverkauft sein. Das ganze Haus wird pickepacke voll sein und die Stimmung ist gut, scheinbar. Ja, also man sieht lächelnde Leute, aber... Okay, also die Zuversicht ist auf jeden Fall groß, man sieht es, aber man merkt auch so eine kleine Anspannung. Und neben mir habe ich zwei Fans vom SVW in Wiesbaden, und zwar Christian und Mats Werner. Christian, ich fange mal mit dir an. Ja. Was für eine Bedeutung hatten dieses Spiel heute auch für die Stadt Wiesbaden? Extrem wichtig, heute geht es um alles. Der Verein hat lange gebraucht, wieder in die zweite Liga zu kommen, und es ist extrem wichtig, die Liga jetzt zu halten für den Fußball und die Fans in Wiesbaden. Und ja, wir geben natürlich heute auch als Fans alles dafür. Und Mats, bei dir, was sagt dein Gefühl? Bist du gerade auch ein bisschen angespannt oder wie fühlst du dich gerade? Ja, also ich bin natürlich angespannt, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Ich glaube aber, wir können es machen. Also es wird schwierig, aber es ist machbar. Dann frage ich direkt mal nach, was macht dich denn so zuversichtlich, dass Wiesbaden es heute packen wird? Ja, es ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube, wir schaffen das einfach auch mit den Fans jetzt ausverkauft, heim. Das Hinspiel war jetzt okay, aber da sind wir auch nochmal zurückgekommen. Also ich glaube, wir können es machen. Gehst du da mit der Prognose von deinem Sohn? Ja, da gehe ich mit. Ich glaube, es ist im Gegensatz zu gestern, da war es ja offensichtlich nicht so ein Vorteil, dann zu Hause zu spielen bei den Düsseldorfern. Aber ich glaube schon, das zweite Spiel zu Hause haben, ist ein entscheidender Vorteil. Und dann eben auch eine Klasse höher sonst gespielt zu haben, ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied dann heute auch aus. Alles klar, danke euch. Und für alle, die heute nicht dabei sein können, man kann es live nachhören, oder nicht nur nachhören, man kann es live hören im Audio-Livestream der ARD und bei hr-info in der Vollreportage. Ja, vielen Dank, Stefan Kiske. Wir drücken die Daumen heute für Wien Wiesbaden. Vier Dörfer treten übermorgen beim großen Dollen Dorffinale auf dem Hessentag gegeneinander an. Zu sehen bei uns im hr-Fernsehen ab 20.15 Uhr. Keiner will sich blamieren, klar, jeder will gewinnen. Deswegen bereiten sich die Teilnehmer auch gewissenhaft vor. Mit Spielen, die so oder ähnlich beim Finale gespielt werden könnten. Zwei Dörfer haben wir schon vorgestellt, heute das dritte. Haubern, ein Stadtteil von Frankenberg. Ich bin mit meinem Dorf hochzufrieden. Wir haben tolle Leute im Ort, die engagiert sind, die sich Gedanken machen, die man auch fordern kann und alles oder vieles umsetzen, richtig klasse. Das ist eigentlich verboten, was ich gerade mache hier. Warum? Der ist total verkehrt. Okay, wir fangen anders an. Also, es geht um eine Glocke, die vor Jahrhunderten im Wald nahe Haubern gefunden wurde und seither eine Art Wahrzeichen ist und jetzt auf einen Schlitten... Nee, nochmal anders. Haubern, das sind die Athleten fürs dollste Dorf. Nils. Katrin. Markus. Daniel. Der Ersatzspieler. Widmen wir uns zunächst dem Verkehr. Katrin, bei zwei Aufgaben gleichzeitig keine nachwachsenden Rohstoffe umflügen und auf alles eine Antwort haben. Und mit welcher Nummer erreicht man die Feuerwehr? Die 116117. Welches Fest feiert Haubern in zwei Jahren? 100-Jahr-Feier. Das Hirn, das Haupt von Haubern hauptsächlich, ja. Wir haben tolle Leute im Ort, die engagiert sind, die sich Gedanken machen, die man auch fordern kann. Alkohol ist ja keine Lösung, aber kennen Sie Bierpong? Mit Feingefühl Bällchen in Becherchen ballern? Nils sei da ja richtig gut, heißt es.
Nüchtern betrachtet wirft er besoffen besser, raunt es aus den Haubener Reihen. Naja, ich sag mal, der sportliche Ehrgeiz ist immer, gewinnen will jeder. Boah, wäre jetzt nicht böse drum, wenn das jetzt nicht stattfinden würde. Ne? Ich bin mit meinem Dorf hochzufrieden, das läuft richtig klasse. Jetzt könnte es was werden. Schauen wir mal. Ach. Okay. Vier Mann, vier Enden, eine Glocke, von Haubern, tonnenschwer. Die Montage auf einem unangebrachten, aber dafür historischen Zuggerät allerdings gestaltet sich auffällig schwierig. Aber dann, der Athlet in höchster muskulöser Anspannung. Das Hauberner Volk verbreitet derweil Zuversicht. Das läuft richtig klasse. Ja, Armin. Die Gegner in Sicherheit wiegen. Ach, was sage ich, einlullen. Es ist das Wesen von Haubern, hoch im Frankenberger Land, tief zu stapeln. Keine Mühe zu groß, kein Training zu bekloppt. Aber dann, die Glocke im natürlichen Habitat. Der Satz, wenn du hier triffst, kriegst ein Bier von mir, wirkt übrigens Wunder. Pong. Nils pongt aus Gegnersicht besorgniserregend, so viel kannst du gar nicht trinken. Und Katrin hat es in Wahrheit faustdick zwischen den Ohren. Beim Ausbau der A44 entsteht zurzeit A, höchste Brücke, längster Straßentunnel. Welcher hessische Landkreis grenzt an Bayern? Fulda. Läuft. Das wird ein Riesentag für uns, ein tolles Erlebnis, einen tollen Vorbereitungstag schon erlebt. Damit sind wir zufrieden und alles andere ist Zugabe. 1, 2, 3, Hauber zieht vorbei! Nach der Tagesschau sehen Sie bei uns in der Reihe Erlebnis Hessen Bioküche aus der Wetterau. Und um 22.15 Uhr nochmal die Hessenschau mit dem Schwerpunkt fressfreudige Nacktschnecken und was hilft. Und wie es weiter wird, das sagt uns jetzt Laura Di Salvo. Tschüss. Ciao.